Hallo, hier bin ich mal wieder. Heute habe ich mitgebracht Esskastanien. So, die kennt man ja vom Baum. Ich habe sie hier bei meinem türkischen Händler gekauft und wollen mal probieren, ne, wie sie schmecken. Ich habe mitgebracht heute meine Schere. Mal gucken, wie man sie aufbekommt. Ups, die rutscht mir weg. Offen. So. Ziemlich schwierig aufzubekommen. Aber das kriegen wir schon hin. So. Ja, hier ist die Frucht drin. So. Hier ist die Esskastanie. So sieht sie aus. Wie sieht sie aus? Ein eingetrocknetes irgendwas. Sieht aus wie ein Kaugummi, was ausgespuckt ist. Ich probiere es einfach mal. Schmeckt nach Marillen, ne? Ich habe die in Frankfurt mal auf dem Weihnachtsmarkt gegessen. Da ist auch ein Stand, der verkauft heiße Makronen. Das sind ja auch Esskastanien. Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie schlecht schmecken. Also gut schmecken sie auch nicht jetzt so. Ja, schon irgendwie was Nussiges. Gibt keine Kerne drin. Klar ist das der Kern. Ja, gut. Satt wird man davon nicht, aber es schmeckt nicht so ganz schlecht. Ja, habe schon eklige Sachen gegessen. Überraschend gut. Trocken. Als Snack nebenbei vom Fernsehen gucken, geht das. Naja. Esskastanien, so sieht es aus. Ich hatte mir 3 Stück gekauft. Ja, ich wollte sie mir kaufen. Der Türke hat gesagt, der Händler, nehmen Sie so mit, die kann ich ja kaum wiegen. Sehr nett von ihm. Die nächsten Früchte kaufe ich ja bei ihm. So. Das war's schon. Makronen. Schmecken ganz gut. Bisschen trocken, ein bisschen nach Nuss. Fotztrocken. Das war's schon für heute. Tschüss.